Herzlich willkommen zu Fit mit Steini. Ich bin Mario Steinhauser und heute machen wir ein gemeinsames Sprungkraft-Workout. Und los geht's. Um natürlich das Workout gut zu starten, brauchen wir erstmal ein gutes Warm-up. Und die erste Übung im Warm-up ist beidbeinige Sprünge mit anschließender Landung. Und da machen wir von der Übung erstmal 10 Wiederholungen, um reinzukommen und eine saubere Ausführung. Die nächste Warm-up-Übung ist ein bisschen spezifischer, das sind einbeinige Sprünge. Da starten wir mit einbeinigen Sprüngen auf einem Kasten, damit wir da auch, sage ich mal, je nachdem das Sprungbein oder das schwache Bein gezielt nochmal stärken. Und da machen wir pro Bein 8 Wiederholungen, kurze Pause von 30 Sekunden und dann nochmal 8 pro Bein. Jetzt startet das Sprungkraft-Workout mit der ersten großen Übung. Beachtet bitte dabei immer, wir arbeiten hier mit schweren Gewichten und am besten ihr seid da auch im Austausch mit einem Athletiktrainer oder eurem Trainer oder vielleicht auch mit einem Mediziner, damit ihr da auch das richtige Gewicht wählt. Die erste Übung wird sein ganz normale Squats mit schwerem Gewicht aber. Wir sind bei den Squats so bei 3 bis 5 Wiederholungen. Das variiert dann auch je nachdem, wie viel Gewicht ihr nehmt. Direkt im Anschluss an die Squats kommen die Boxjumps und davon machen wir immer 3 Stück. Das Wichtige dabei ist immer, dass ihr in der Squat Position startet, sprich keine Armbewegung, sondern direkt von unten raus und auf die Box. Denkt dran, bei der Übung auf jeden Fall 3 Minuten Pause einzurechnen. Das ist vor allem wichtig für eure Regeneration. Die zweite Übung im Workout ist aufsteigende Langhantel. Das Ganze machen wir auf dem Stepper, 6-mal pro Bein und im Anschluss daran 10 Wiederholungen einbeinige Sprünge auf dem Stepper. Thank you.
Die nächste Übung ist Drop Jumps. Davon machen wir 5 Stück. Das Wichtige beim Drop Jump ist, dass ihr das Bein, was bei euch nach vorne kommt, bei mir ist es das rechte, nach vorne fallen lasst und euer Gesamtgewicht so schnell wie möglich über die Hürde bringt. Das Wichtige ist dabei vor allem die Reaktionsschnelligkeit am Boden. Die Zeit, die am Boden ist, muss relativ gering sein. So, das war mein Workout. Das war der erste Durchgang vom Gesamtworkout. Am besten, ihr macht 3 davon. Haltet die Pausenzeiten ein. Wichtig ist so bei jeder Übung 2 bis 3 Minuten. Ich glaube, das ist immer wichtig für die Regeneration. Und ich hoffe, euch hat das Workout gefallen. Es hat mir riesigen Spaß gemacht. Cool, wenn ihr euch das mal anschaut. Und ich hoffe natürlich, dass ihr damit auch Erfolg habt und eure Sprungkraft trainieren könnt.